Hi und herzlich willkommen. Der Kater liegt jetzt vor mir, will noch ein bisschen geknuddelt werden. Ich weiß nicht, habt ihr auch Katzen und riechen die auch manchmal irgendwie so, ich weiß gar nicht, eine Mischung aus Stofftier und Kekse? Stofftier und Keksen? Irgendwie riecht der, als hätte der in einer Keksdose gelegen. Ich weiß ganz genau, wir haben ja keine offene Keksdose. Der kleine Knuddelkater. So, wir haben noch keinen Pfeffer. Sehr, sehr gut. Dann nehmen wir mal gleich 12 mit. Wir brauchen ja 20 und ich weiß nicht, ob man immer nur zwei davon kriegt. Dann können wir noch mal Brot mitnehmen. Dann nehme ich jetzt mal 9. Kaffee auch noch mal 9. Und Korn nehmen wir noch mal 9. Und vom Rest hole ich mir jetzt 200 Mal Dünger. Ey, ich bin so bescheuert. Warum nehme ich denn gleich so viel? Na gut, dann nehme ich noch einmal Korn mit. Nee, einmal. Einmal sind 9. Und noch einmal Kaffee. Also Kaffee wird später mal euer Lieblingsgetränk. Ich verspreche euch, mit dem richtigen Alkohol zusammen kann man da tolle Drinks machen. Pepper ist jetzt nicht so mega interessant. Ja, aus Oat kann man diese Oatsuppe machen. Da nehme ich also auch noch 9 mit. Und Wheat ist eigentlich auch ziemlich cool. Da hole ich gleich 18. Okay, Tomaten könnte ich noch anbauen. Nehme ich auch mal 9 mit. Und mach da gleich Seeds draus. Nein, du hast jetzt nicht gegessen. Mann, ey. Einmal nicht hingeguckt und schon steckt die sich das Ding in den Mund. Ja, sorry. Mich nervt. Dieser kleine Fressack hier. Ich wollte doch eigentlich noch in die Höhle. Was mache ich denn jetzt? Ah, 2 Tage. Na, erstes Feld und dann die Höhle. Dann schaffe ich es heute schon wieder nicht. Mist. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie lieber Bauer als Minenarbeiter. Andere gehen lieber in die Höhle, um dann alles schnell zu verbessern. Und ich gehe mal so kurz vor knapp, glaube ich. Ah, so bin ich halt. Ich mag es hier, Sachen anzubauen. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil es so entspannt ist. Hier haben wir noch ein bisschen Platz, dann würde ich den hier erstmal nutzen. Ja, eigentlich. Essen und essen. Müsste eigentlich trinken heißen. Können wir hier noch einen Dreier hinmachen? Ja, können wir. Da wird das jetzt mein Riesenfeld hier. Für die Sachen, die einmalig sind, die wir dann wieder abbauen können. Erstmal düngen. Ja, düngen ruhig alles. Kostet uns zum Glück keine Energie. Okay, und da pflanzen wir alles, was wir dann wieder abmachen müssen. Aber immer nur ein Dreier rein, okay? Ich habe es nämlich eigentlich so gekauft, dass man immer 9 oder 18 Felder dann nehmen kann. So, Pfeffer. In 5 Tagen. Den pflanze ich hier mal an die Seite. Der braucht nicht so lange. Oh, schnell was trinken. Und dann diesmal was essen. Okay. Und hier hinten kommt dann eben das Korn hin. Das wird ja auch einmalig. Leider wächst es nicht nach. Schade eigentlich. Ja, irgendwie cool. So, und den Rest nehmen wir für Bali. Wenn hier noch Platz ist. Ich sehe es nämlich nicht. Kann man hier noch Bali anpflanzen? Die echt alle voll?
Na gut, erstmal gießen, nicht wahr? Jetzt wird sich die Feldarbeit auf 4 Stunden hinauszögern. Aber was soll's. Ihr werdet sehen, wofür ich es mache. Gerade Barley wird später ein super Alkohol, der ziemlich viel wert ist. So. Die Sachen kommen zu dem Feld, das dauerhafte Pflanzen hat. Das wollte ich hier hinten noch mit ran machen. So, hiermit ist das Feld wieder mit einer geraden Zahl. Das heißt. So. Und so. Ich hoffe, das reicht. Ich habe jetzt nicht explizit nachgezählt. Nein, nicht placen. Rocket, Eat. Und nochmal. Okay. Equip. Das sind. Er müsste eigentlich reichen. Tomaten kommen dann hier hin. Genau, das sind 9. Kaffee darf dann hier so hin. Und dann brauche ich hier tatsächlich noch mehr Platz. Oh Gott, es geht wieder nicht auf, aber. So ist es halt. Manchmal ist das Leben nicht perfekt. So, komm her. Hier ist auch noch Platz. Habe ich hier noch irgendein Feld vergessen? Das hier? Und die hier. Oh Gott, ich habe fast keine Energie mehr. Jetzt habe ich fast geschlafen. Oh mein Gott. Jetzt haben wir 2 Mais übrig, aber ist egal, das muss jetzt so bleiben. Obwohl, hier können wir die noch zwischen. Genau, wir pflanzen die mal hier zwischen. Das ist eine Idee. Hier haben wir sowieso noch Platz. Kamelia sind schon wieder fertig. Hier können wir nochmal nachpflanzen. Das Gute ist ja, wir haben jetzt mehr als genug Dünger. Alle Pflanzen, die ich jetzt noch im Sommer anbaue, haben wahrscheinlich noch Dünger unterm Hintern. Wir pflanzen ja auch so einen expliziten Hinternamen, also. Ja, ist mal was. Du fällst mir hier noch um. So. Equip. Genau, du düngst jetzt mal alles, was noch gedüngt werden möchte. Ja, die auch gerne. Die wollen kein Dünger mehr, aber die hier. Naja, ist doch gut. Ist doch sehr gut, konnte ich die Pflanze auch noch mitdüngen. Habe ich ja doch nicht übertrieben. Ich meine, ich habe jetzt noch 16 übrig, ist doch perfekt. Eat. Gießen. So. Und da dürfen die 2 noch hin. So. Hier mache ich auch nochmal Seeds draus. Einmal anbauen, dann müssten wir ja mal endlich auf die 20 kommen. So. Hier mache ich auch noch ein paar Seeds draus. Hier passt auch noch eine hin. Noch mehr Platz. So, dann zeig mal. Hier sind überall die weißen Körner drauf. Hier auch. Hier auch. Ihr müsst noch gegossen werden. Naja, perfekt ist ein bisschen anders, aber es ist schon relativ gut. Die letzten Pflanzen hier habe ich ein bisschen. Na, ich meine, die hier hinten, die wachsen ja alle nach. Die kann man schon so ein bisschen bunt gestreut machen. Die bleiben ja bis Ende des Sommers. So, ist schon ein stattliches Feld, oder? Also, für eine Person ist es schon ordentlich. Mal gucken. Was sagt der Wetterbericht? Ein braunes Bookshelf.
Gekochte Eier. Okay, das hätte ich auch ohne euch hingekriegt. Das Wetter. Regnet's denn endlich mal wieder? 0%. Ihr findet das wohl mega lustig, hä? Ach, es könnte regnen. Wir gucken jetzt mal, ob es tatsächlich so ist. Nee. Oh, sorry. Das ist echt gemein. So. Okay, Barley Seeds. Soja Seeds. Kamille packe ich erstmal weg. Cool, hat direkt gepasst. Habe ich hier keine Barley Seeds mehr drin? Nö. Dann kommt ihr hier noch mit rein. Immerhin passt ihr gerade so. Fisch darf da noch mit rein. Und dann nehme ich mir mal vor. Ja, es ist 20.45 Uhr, das geht noch. Dass ich mal gucke, was mir das Bücherregal bringt. Vielleicht lohnt es sich auch im Verkauf. Also, 6 bringen die hier. 6 mal 5 wäre 30. Das heißt, wenn das Regal mehr wert ist als 30, am besten deutlich mehr, dann lohnt sich die Herstellung und der Verkauf. 70. Ja, dann mache ich noch eins. Ich will es nicht übertreiben, weil es ja irgendwie ganz schön lange dauert. Aber 70 ist in Ordnung. Dafür, dass ja auch die Axt ein bisschen verschleißt, dass man sich die auch neu machen muss. Ist schon in Ordnung. So. Und auf dem Weg dahin will ich noch das letzte braune Holz hier mitnehmen. Wir haben echt wenig, wirklich. Also für die nächsten Werkzeuge brauchen wir ja ständig Holz. Und da kriegen wir hier nicht mehr allzu viel. Man braucht ja immer zweimal Holz, um so ein, sagen wir mal, so Werkzeugschaft zu machen. Also den Stiel, den man anfasst. So. Ich werde mal das Holz direkt in die Verarbeitung reinpacken und sie dann schlafen legen. Bei der wunderschönen Musik. Oh ja. Ja, ja. Meine Ohren haben damit gar kein Problem. Die Schmerzen sind nicht real. Aua. So. Ja. Können wir wenigstens versuchen, das so ein bisschen zusammenzupacken. Keine Ahnung. Also hier ist noch unser Ersatz-Gießkanne. Und jetzt schnell schlafen. Oh ja, wir müssen gar nicht so lange schlafen. Das heißt, wir können ja direkt in die Mine. Wenn wir hier fertig sind, können wir direkt in die Mine. Also erstmal ernten. Ich glaube, um 5 Uhr springt es dann nochmal um und dann müssen wir anfangen zu gießen. Vorher ist das Feld noch gut bewässert. Ja, genau, um 5 ist umgesprungen, wie ich es gerade gesagt habe. War zwar so halb geraten, ganz genau wusste ich es nicht mehr, ob um 3 oder um 5, aber... Oh, unsere Bell Pepper sind fertig. Da ich für die auch kein Rezept habe, ich habe auch später kein gutes Rezept gefunden. Ich weiß nicht, ob mir nur da irgendwelche Zutaten gefehlt haben oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also aus den Paprikas wüsste ich nicht, dass man da irgendwas Cooles machen könnte. Weder Saft noch Bonbons, aber Paprika-Bonbons wären auch ganz schön eklig. Aber gefüllte Paprika hätte ich mir vorstellen können oder so als Beilage. Nö, nicht mal im Salat werden die gebraucht. Keine Ahnung. So ähnlich wie der Pfeffer und die Black Beans, das ist so ein bisschen... Ja, kann man machen, braucht man aber nicht, weil für die coolen Rezepte braucht man die echt nicht. Dann verkaufe ich die alle. Obwohl,
Ganz bisschen behalte ich wieder fürs nächste Jahr. Ne? Es ist besser, die Samen zu behalten, sonst rennt ihr nächstes Jahr wieder rum und sucht wieder und oh. Nee. Ihr könnt auch gleich ein paar Samen behalten. So einfach ist es. Oregano. Nein, nicht holt. Du machst jetzt noch, keine Ahnung, 9 Mal Seeds draus. Und der Rest kommt in den Schredder. Oh, schön. Unsere Nachbarn bohren. Gut, dann mache ich hier mal eine Aufnahmepause und gieße. Und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich, eure Bionado. Ciao.